Interessierte, willkommen zum Tutorial Mitmachen und Lernen Füllstiche. Heute möchte ich euch zeigen, was ihr in dem Füllstich-Menü alles machen könnt und wie ihr euch hier Schritt für Schritt so eine Lotusblume bauen könnt. Dazu gehen wir auf eine Homepage, wo man SVGs runterladen kann, damit wir nicht noch auch lernen müssen, wie man jetzt ein SVG mit Inkscape herstellen kann. Und da zeige ich euch hier zum Beispiel bei Open Clip Art, könnt ihr hier eine Lotusblume suchen. Hier oben ist das Suchfeld und unter Download das SVG speichern. Bei Links speichern unter könnt ihr euch dann hier die Silhouette abspeichern. Habe ich schon gemacht. Zeige ich euch jetzt einfach nur kurz, wie das dann weitergeht. Dann ist das, was am Ende rauskommt. Und ich zeige euch jetzt, wie ich da hingekommen bin. Und da kann man dann ganz viele verschiedene Sachen ausprobieren. Datei, importieren und diese Lotus-Silhouette. So, jetzt ist die hier viel größer als euer Stickrahmen. Den Stickrahmen habt ihr im Personalisierungstutorial schon eingerichtet, unter Dokumenteneinstellungen und dieses Gitter habt ihr euch da auch schon eingerichtet. Genau, dann habt ihr hoffentlich auch hier an der Seite die Kontrollleisten und so. Also ich habe sie jetzt gerade ausgemacht, damit ich euch das zeigen kann. Hier kriegt man Ausrichten und Verteilen zurück. Hier kriegt man Füllung und Kontur zurück. Bei Objekte kriegt man das Objektpanel zurück. Da ist jetzt lauter Text drin. Das ist eigentlich das, was wir jetzt für das Füllstich-Tutorial eigentlich nur brauchen werden. Ich habe jetzt nur ein Layer. Ich mache mir vielleicht das so, dass ich das in das andere Layer rüberlege. Zeige ich euch auch gleich, wie das geht. Ihr habt hier, also auf Layer 2 ist jetzt zurzeit diese kleine Anleitung, die ich da geschrieben habe. Und mit Plus kann man hier eine Ebene hinzufügen über der aktuellen. So. Diese ist jetzt, diese Gruppe ist jetzt in der Ebene 2 und die kann man hier einfach reinschieben in die jetzt sind nicht in der Ebene, jetzt ist eine eigene Ebene. In die Ebene 3 seht ihr, wenn das so eine Box drumherum macht, dann schiebt ihr es dann in die Ebene rein. So, und da ist jetzt diese Gruppe hier in der Ebene drin. Ich mache deswegen mal jetzt die andere groß, um es zu sticken. Also ihr habt einen Riesenrahmen, ne? 60 cm mal 40 cm. Die meisten werden wahrscheinlich eher einen kleineren haben. Die Maschinen gehen so bei 10 cm Rahmen los, also machen wir einfach 100 mm Breite und jetzt ist auf einmal unser Bild weg. Wie finden wir das jetzt wieder? Ihr habt hier die Auswahl in das Fenster einpassen, die Zeichnung in das Fenster einpassen und die Seite in das Fenster einpassen. Ich nehme gerne hier jetzt die Zeichnung in das Fenster einpassen, dann ist unser Bild wieder da. Dann können wir gucken, okay, das haben wir jetzt ausgewählt. Bei Ausrichten und Verteilen können wir es jetzt hier oben auf Seite mittig und mittig auf die Seite zentrieren und dann kann man hier die Seite in das Fenster einpassen. Das ist auch als kleine 5 finden, heißt, wenn man die 5 auf der Tastatur drückt, kriegt man das auch. Und jetzt sieht es schon so aus wie in der anderen Ebene, nur in Schwarz. Schaut mal, ist hier ein bisschen verschoben, aber da haben wir das jetzt schon auf unserer Ebene. So, was machen wir als nächstes? Das ist ja jetzt eine Gruppe und um hier unterschiedliche Farben und so einfacher einstellen zu können, ist es einfacher, das zu degruppieren. Bei Objekt, Gruppierung, Aufheben oder Umschaltsteuerung G. Und man kann das dann auch wieder gruppieren mit Steuerung G. So, um jetzt die Farbe zu ändern, könnt ihr hier entweder in Füllung und Kontur die Farbe der Kontur und das Muster der Kontur und die Füllung einstellen. Pro Objekt einzeln. Wenn ihr Shift drückt, könnt ihr jetzt mehrere Objekte auswählen. Ich mache jetzt mal mit Shift die unteren beiden Blätter aus, in der Auswahl. Die haben jetzt keine Farbe definiert, also diese Voreinstellung nicht. Also ihr könnt jetzt hier irgendeine Farbe auswählen oder ihr nehmt euch hier unten aus euren Stickfarben. Inkstitch bringt da eine ganze Reihe Paletten von den Herstellern mit. Ich habe hier mal der Madeira Rayon eingestellt, eine Farbe raus und dann korrespondiert diese Farbe hier zum Beispiel Emerald 1050 mit Madeira Garn Nummer 1050 an eure, wenn ihr das gekauft habt. Steht es dann da auch auf der Garnrolle 1050. So,
Klicken wir einfach drauf und dann ist es fertig. Und dann guckt man hier, auch hier unten kann man das auch machen. Man muss jetzt nicht hier oben so lange hin und her schieben, bis das so ist. Und bei der Farbe der Kontur, die ist auch undefiniert, die drücken wir jetzt auf keine Farbe, damit wir nicht noch die Kontur bearbeiten müssen. So, weil es ist ja das Füllstich-Tutorial. So, und dann kann man jetzt mit Shift wieder die anderen auswählen. Die mache ich jetzt mal pink und die mittleren mache ich rosa. So, und so wie es jetzt ist, gehen wir erstmal in das Fehlerbehebungsdokument und gucken, ob da irgendwas nicht stimmt. Und da haben wir jetzt diese Außenlinien überkreuzen sich selbst Fehler. Um die jetzt genauer anzugucken, können wir hier entweder die Lupe nehmen, an die Stelle reinzoomen, oder wir können mit Steuerung und dem Mausrad auch rein und rauszoomen. So, das ist vielleicht ein bisschen sehr groß, aber gut. Also man schaut hier, dieser Knoten, mit dem kommt der nicht so ganz klar. Was ich dann meistens mache, ist mit Doppelklick in diesem Knotenwerkzeugsauswahlmodus einen rechts davon und einen links davon zu machen. Und den dann zu löschen. Das fällt kaum auf in diesen Vergrößerungen. Ne? Wir haben hier 16.000-fach vergrößert, dass da jetzt irgendwas anders ist als das Originalfile. Und hier unten hat er auch ein Problem. Rechts ein Klick, links ein Doppelklick. Und auch wieder löschen. Und das müsste schon tun, damit er jetzt in dem Inkstitch-Fehlerbehebung an den Objekten nicht mehr meckert. Nee, reicht nicht. Überkreuzt sich immer noch. So, was haben wir da? Noch näher reinzoomen geht gar nicht. Ach, guck mal, jetzt sind da hier irgendwie zwei gelandet. So, in der zwei übereinander liegen. So, gucken wir noch mal. Steuerung Shift Minus. Entfernen habe ich hier eingeprogrammiert. Ach, was hat er denn heute? Manchmal ist es auch eine Schweinerei. So, N, immer noch zwei. So, wie viele hat denn jetzt? Immer noch. So, nur aber. Gucken wir noch mal. Steuerung Shift entfernen. Ah, alles wieder okay. So. Und jetzt habt ihr hier eure Grundeinstellung bei Erweiterungen Inkstitch-Parameter. Könnt ihr euch angucken, was ihr hier voreingestellt habt. Da ist der Winkel der Stichlinien auf 0, Erweitern auf 0, maximale Füllstichlänge auf 3. Reihenabstand auf 0,25 und die Laufstiftlänge auf 1,5 eingestellt und die Reihenanzahl, bis sich das Muster wiederholt und die Verbindungsstiche innerhalb des Objekts ist auf Häkchen und vernähen ist auch auf Häkchen. Also das heißt, dass er quasi am Anfang und am Ende dann was näht. So, ihr seht schon, wir haben jetzt hier so um die 10.000 Stiche und für ein 10 cm großes Motiv 10.000 Stiche eingestellt. Und wenn uns das so gefällt, wie es jetzt ist, können wir bei Anwenden und Schließen das machen. Erweiterung, Inkstitch und Visualisieren der Simulator nochmal anmachen und gucken, was da jetzt passiert. Jetzt macht er hier quasi dieselbe wie gerade eben in diesem kleinen Fenster an der Seite. Nochmal ein Groß, aber er zeigt uns hier unten noch die Farbreihenfolge an, die er festgelegt hat. Ihr seht jetzt erst pink, dann rosa, dann wieder pink, dann wieder rosa und dann beide grünen. Das liegt jetzt daran, dass in dem SVG, was wir geholt haben, die Reihenfolge halt nicht zum Sticken optimiert ist, sondern halt einfach nur, damit es ein schönes Bild ist. Und wir wollen ja damit sticken, also machen wir es so, dass wir möglichst wenig mal die Farbe wechseln müssen, weil das ist ja das, was viel Zeit kostet beim Sticken. Ein bisschen größer, dass es alle zu sehen sind. Seht ihr jetzt, der unterste, den ich ausgewählt habe, ist dieser hier.
Und dann kommt der daneben und der und jetzt wird es wieder pink. Also, und damit das nicht so durcheinander geht, kann man jetzt einfach mit Shift alle pinken auswählen und die Objekte wieder gruppieren. Und dann kann man mit Shift und Klicken alle rosanen auswählen, bei Objekt wieder gruppieren und dann noch alle grünen auswählen. So, haben wir jetzt also hier die Reihenfolge und dann macht er in der Mitte die beiden, dann außen die beiden und dann ganz außen. Man möchte aber vielleicht, dass es von rechts nach links geht und nicht so oft hin und her springt. Das ist ja auch nicht so schön. Also kann man hier den Pfad auswählen. Ihr habt im Personalisierungstutorial dafür euch einen Shortcut eingerichtet mit Bild ab. Könnt ihr den Pfad hier nach eilen. Das nächste hier, was kommt, das soll dann eins darüber. Also wenn jetzt 1, 2, dann kommt dieses, dann kommt dieses, dieses und dieses. Also wir haben zwei Pfade verschoben und schon ist die Reihenfolge richtig. Dann gehen wir in die nächste Gruppe, in die rosane Gruppe. Da kommt zuerst dieser hier, machen wir Bild runter. Dann kommt der da drüben, den wollen wir noch nicht. Jetzt dieser. So, also jetzt der, der, dann der dicke in der Mitte, wo ist der? Der ist ganz oben. So, also haben wir jetzt rechts. Läuft das glatt durch und bei den Grünen rechts, links, links, rechts. So. Und jetzt lassen wir uns nochmal den Simulator laufen und haben dann schon eine stickbare Datei erstellt. Schauen wir mal, was er jetzt macht. Also vorhin war die Datei auch stickbar, aber halt nicht so flüssig, ne? Also er geht jetzt einmal da durch. So, und jetzt sind wir bei 9900 Stichen. Machen hier zu. Drücken auf Datei, Kopie speichern und nicht speichern unter, sondern Kopie speichern, weil wir hier das SVG gerne behalten wollen. Deswegen speichern wir eine Kopie und das ist dann Mitmachen und Lernen Füllstiche hier bei mir und drücken auf Speichern. Weiß mir ist schon da, deswegen wird es jetzt ersetzt. So. Am besten speichert ihr euch immer nur, wenn ihr wirklich zufrieden seid mit eurem Stickmuster und mit der Simulation, das dann erst ab. So, und ich hatte euch ja gerade eben in der Übersicht gezeigt, auf der anderen Ebene, in dem Layer 2, dass ich da noch ganz viele verschiedene andere Sachen reingeschrieben habe. Und für die das jetzt schon reicht, die hören jetzt hier an der Stelle auf und sticken sich ihren Lotus und sind damit schon happy. Wer noch ein bisschen mehr wissen möchte, bleibt jetzt einfach dran. Dann zeige ich euch, wie wir die Einstellungen machen können, die im zweiten Layer jetzt schon so als Text dran geschrieben sind. Ich mache noch mal ein bisschen größer und nehme vielleicht hier von Layer 3 die Blume an dieselbe Stelle wie die andere. Da kann man hier bei das, was ich zuletzt gewählt habe, ist dann das, was er als Ausrichtungsgegenstand nehmen soll und was ich auswähle, die Auswahl soll er als Gruppe behandeln. So, und dann machen wir nach unten und nach rechts. Und da ist es zentriert auf die Blume, die da vorher war. So, und bei Objekte können wir jetzt wieder auf zurückgehen und haben jetzt hier in dem Layer habe ich mir eingetragen. Also, was ich mir hier ausgedacht habe, ist, dass wir noch die verschiedenen Optionen von InkStitch so ein bisschen austesten, sodass wir einen Test File am Ende auch haben, wo man sehen kann, welche Einstellungen einem uns am besten gefallen. Also habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich muss noch mal kurz Mikrofoncheck machen, ob das noch geht. Ja, Test. Ja, sieht gut aus. Also, um jetzt in der Ebene 3 da die Sachen zu ändern, mache ich mal noch sicherheitshalber die
von Ebene 2 die ganzen Sachen aus. Ich darf mal da aus Versehen draufklicken, hier mit dem Auge. Und den Text, den lasse ich da. Text habe ich mir reingeschrieben, was ich wie einstellen möchte mit euch jetzt. Also, geht los mit dem pinken Layer. In dem pinken Layer möchte ich dieses Objekt hier einstellen über Parameter mit Erweitern des Füllstichs, so ein bisschen, dass der über die Unterlage ein bisschen mehr herausguckt als in den Standardeinstellungen. Mal hier, schiebe es rüber. Die Simulation brauchen wir jetzt nicht unbedingt bei Expand 0,2. Das ist Expand, ist die Reihe erweitern hier 0,2. Die Wiederholung, das ist die Reihenzahl, bis sich das Muster wiederholt, will ich auf 2 setzen. Den Winkel der Stichlinien auf 35. Schaut mal, das macht jetzt viel aus. Ich mache nochmal zurück auf 0. Erst haben wir hier 756 Stich und er fährt so von oben und unten heran an einen Punkt. So. Das ist jetzt hier so horizontal 0 Grad und wenn wir jetzt auf 35 stellen, dann sind wir bei 770, aber er fährt dann jetzt einmal von oben nach unten, kann er dann durchfahren, wenn wir diese anderen Einstellungen noch zusätzlich gemacht haben. Das geht bei dem anderen Winkel nicht so gut. So. Running Stitch machen wir auf 1,5, das ist die Standardeinstellung und maximale Füllstichlängen rein, die Zeichnung in das Fenster, die Auswahl in das Fenster einpassen. So, wir wollen jetzt gerne, dass er hier oben an der Spitze aufhört. Nehmen wir den hier, schieben den hier hoch und er soll auch hier an der Spitze anfangen. So, und jetzt gucken wir uns die Simulation nochmal an. Sache kann man was vermeiden, was bei manchen in der Gruppe auch schon passiert ist, in der Facebook-Gruppe, die ich betreue. Da ist passiert, dass so eine Lücken entstanden sind, wenn das von oben und unten zusammenläuft, weil sich der Stoff so minimal verschiebt. Wenn es Jersey ist, besonders häufig kann das passieren. Genau. So. Und jetzt machen wir es zu. So, das sind die Einstellungen, die ich für dieses Objekt machen wollte. Und das arbeite ich jetzt langsam mit euch durch, Steuerung Shift P, so dass ihr auch Schritt für Schritt euch das bei euren Lotus oder was ihr auch immer testen wollt, einstellen könnt und dass ihr da verschiedene Testmuster machen könnt. Wir sind jetzt hier nochmal auf Expand 0,2. Also warum expandiert man, kann ich ja nochmal, oder warum erweitert man die Form? Der Stoff wird durch diesen Füllstich leicht zusammengezogen in die Richtung, in die er von rechts nach links stickt. Wenn das die Hauptstickrichtung am Ende ist, dann wird er auch gestaucht in der Rechts-Links-Richtung. Wenn die Hauptstickrichtung von oben nach unten ist, dann wird er halt auch von oben nach unten gestaucht, so zusammengedrückt wie so ein Luftballon. Und da geht er dann auch an den Seiten ein bisschen auseinander. Es gibt quasi einen Zug und einen Druck an dem Stoff, je nachdem, wie rum wir die Richtung setzen. Also in die Richtung ist der Zug und in die Richtung ist der Druck, also Push und Pull, also Pull und Push. Ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch schlau übersetzt wird. Also auf jeden Fall muss man das kompensieren und kann das zum Beispiel darüber machen, dass man in alle Richtungen 0,2 mm das größer macht, dass das dann ein bisschen besser aussehen kann. So, dann haben wir hier auch wieder ein, zwei Wiederholungen wollte ich haben. 45 Grad der Stichlinien. Also hier ist wieder 0. Jetzt gucken wir 45. Das müsste dann ungefähr von rechts nach links. Ach, sogar ohne Start und Stopp. Nein, geht nicht. So, dann macht er das auf 45 Grad. Der Laufstichlänge machen wir jetzt 3 mm. Die Abstand der Reihen 0,4 und die Stichlänge 4 mm. So, anwenden und schließen. Das nächste ist dann das hier oben. Steuerung Shift P habe ich mir als Kürzel gelegt. Wieder erweitern 0,2. Laufstich. Länge 3. Reihenabstand 0,33 und maximale Füllstichlänge 4, Winkel 0
Und wenn ich das die Reihenanzahl, bis ich das Muster wiederholt, so lasse, dann ist das auf 4, das ist die Standardeinstellung. So, das nächste. Der Unterschied. Achso, Wiederholung 2 wollte ich eigentlich einstellen. Naja, gut. Abbrechen. Hier. Machen wir schon so, wie es da steht. Hier, 2. Hallo? 2. Dann haben wir hier beim nächsten Objekt 0,2. 3. Row Spacing. 0,33. Ich glaube, das war dasselbe wie das andere. Ne? Mal gucken. Nein. Scroll mal noch ein Stückchen rüber. So, also 3,33 Stitch Length 4 einstellen möchte, haben wir als nächstes nochmal den 45 Grad Winkel. Minus 45 Grad für dieses Objekt, weil das ja das Gespiegelte von dem anderen ist. Ach, jetzt habe ich es nicht weit genug rübergeschoben, sehe wieder meinen Text nicht. So. Aber jetzt sehe ich das Objekt nicht. So, nochmal auswählen. STRG-P. 2 auf Erweitern. Die Laufstichlänge 3. Das Row Spacing 0,4. Und die Füllstichlänge 4. Und die Reihenanzahl lassen wir auf Standard. Das letzte pinke erweitern wieder auf 0,2. Achtet auf den Punkt und kein Komma machen. In der nächsten Version wird das behoben sein. Das können wir auch Kommas machen, aber das dauert noch ein bisschen hier. Minus 35 wollen wir hier haben. Laufstichlänge auf Standard Einstellung lassen. Also das ist quasi außer den Winkel und die Erweiterung die Standardeinstellung von InkStitch. Wenn euch das von der Stickerei her am Ende dann gefällt, dann könnt ihr da auch, müsst ihr nicht immer so viel umstellen. Beziehungsweise, so, jetzt müssen wir überall mal noch die Start- und Stopp-Position clever verteilen. Bei Erweiterung InkStitch. Befehle mit den gewählten Objekten verknüpfen. Könnt ihr auch sehen, Umschaltsteuerung Plus habe ich mir da eingerichtet. Das werde ich jetzt vielleicht manchmal noch verwenden. Schließen. So, und jetzt sind das die Standardeinstellungen. Um diese Bobbles zu verschieben, kann man jetzt machen. Also wir sehen jetzt hier der, da hört es dort auf. Also es ist ganz nett, wenn der, also mache ich jetzt mit der Tastatur die Verschiebung, dann auch an der Stelle aufhört, wo der andere anfängt. So, ihr seht hier, der ist dann dort. Dann können wir hier für den, ich mal so. Also wenn man Shift drückt, dann hüpft er größere Schritte. Machen wir hier den Starter. Hier unten drunter, wie kommen wir jetzt an den ran? Da liegt die andere Gruppe drüber. Da kann man dieses Knotenwerkzeug nehmen und da so versuchen reinzuklicken. Wenn das nicht geht, kann man es auch so auswählen. Mit dem hier. So, na, kommt er? Kann man nicht. So. Wie kommen wir jetzt an den ran? Achso, dann blenden wir die einfach aus. Dann kommen wir an den ran. So. Dann soll der an der Spitze aufhören. Der kann wieder an der Spitze starten. Und der hier soll aber trotzdem an der Spitze aufhören. Strg Z, den habe ich jetzt aus Versehen gelöscht. So, und dann kann der hier wieder an der Spitze starten. Also dann springt das quasi dann auch immer von Spitze zu Spitze. Und der Stopper, der kann hier unten hin. Verschiebe ich noch mal ein bisschen mit der Tastatur. So, und dann möchten wir gerne. Eigentlich finde ich das besser, wenn wir hier den hier oben auch aufhören lassen, weil dann kann man von der Spitze zur Spitze hopsen und dann sind die ganzen Sprungstiche außen.
Und die kann man dann besser abschneiden, bevor man muss, kann man am Ende alle abschneiden, anstelle davon sich die hinterher alle, also nach der Farbe abschneiden zu müssen. So, ein bisschen einfacher. So, und dann hier unten soll der aufhören. Jupp. Na, läufst du mal da runter? So, jetzt ist er da. Jetzt gucken wir uns mal an. Steuerung Shift L, was das für uns gemacht hat. Ob das auch so ist, wie ich mir das vorstelle. So, ein bisschen hoch, ein bisschen schneller. Ja, das sieht ja ganz gut aus. Also es geht hier hoch, hüpft hier rüber, geht hier runter. Machen wir mal langsam an der Stelle nochmal. Also da baut er jetzt von unten das so auf, geht dann einmal komplett aber rüber, baut auch von unten auf und geht komplett rüber. Und das macht er von oben nach unten zu Ende. Hübsch. So, und da haben wir jetzt die Einstellung. Wenn ihr jetzt nicht jedes Mal in die Einstellung da klicken wollt, könnt ihr bei Ansicht und XML-Editor, wenn ihr euch hier euer Objekt auswählt oder euren Pfad, auch gucken, ob das diese Winkel sind, die eingestellt wurden. Das steht da auf Englisch drin: Inkstage-Winkel 35, Stackers ist diese Wiederholungszahl 2. Expand, das ist die, haben wir auf 0,2, also diese Erweiterung, und der Rest ist auf Standard, der steht also hier nicht mit drin. So, das nächste noch angucken. Maximale Stichlänge 4, 0,4, Laufstichlänge 3, 45 Grad Winkel 2, 0,2 ist auch richtig. Bei Expand 0,2, Laufstichlänge 3, 0,334. 2, so wollte ich das. Dann dieser hier, 0,2. Wenn er nicht da steht, der Winkel ist immer 0, 3, 0,334. Sieht gut aus. Ist auch das, was ich wollte. Was haben wir hier jetzt? Minus 45, 0,2, 3, 0,4, 0,4, genau, auch richtig. Und hier minus 35, 0,2 und der Rest auf Standard. So, das ist so, wie wir es haben wollten. Gehen wir im Objektpanel und machen mal diese Gruppe hier zu, machen die nächste auf und bearbeiten die auch noch nach den Wünschen, die ich mir ausgedacht habe, damit ich dann auch noch ein paar verschiedene Muster und Füllungen testen kann. So, Win-Win sozusagen, das Tutorial und der Stickout. Also Steuerung Shift P macht wieder die Parameter auf. Wiederholung 1, 70 Grad, Laufstichlänge 3, Abstand Row Spacing 0,3, Laufstichlänge 4. Anwenden und schließen. 0 Grad lassen wir so. Wiederholung 1, Laufstich 3, Row Spacing 0,2, Stichlänge 4. Anwenden und schließen. Huch, was hat er denn jetzt? Ach so, ich habe aus Versehen den Text ausgewählt, oder? Nein, irgendwas hat ihm nicht gefallen. Machen wir nur das nochmal. Na, hat sich's aber gemerkt. 1, 3, 0,2, 4. Mal gucken, vielleicht geht es jetzt. Anwenden und schließen. Ja, so geht's. So, nochmal Steuerung Shift P für Parameter. 0, 0 für Stichlänge 4, Laufstichlänge 3, Reihenabstand 0,4. Anwenden und schließen. Ja, was hat er denn? Dann müssen wir es halt zweimal eingeben. So, was können wir noch Schönes machen? Die nächste Runde ist dann wieder 0,
3, 0,2, 4 hier, 3 da, Tisch links. Anwenden, schließen und jetzt müssen wir noch ein Stückchen rüber scrollen. So. Damit wir es auch noch lesen können. Ach, ich hätte wahrscheinlich auch das Fenster drüben mal kleiner machen können. Naja, egal. Ihr wisst, warum ich es gemacht habe, ne? Minus 70 Grad jetzt. Laufstich 3, Row Spacing 0,3 und Laufstichlänge 4. Fischstichlänge. So, anwenden, schließen. Das durchgestellt. Dann haben wir jetzt noch die beiden. Die sollen alles gleich sein. Ne, sollen sie nicht. Dann machen wir es einzeln. 10 Grad gegenüber das 170 Grad. Können wir auch minus 10 schreiben. Das ist identisch. 3, Spacing 4, Running Stitch und das. So. Und das andere Blatt möchte gerne eine längere Stichlänge ausprobiert bekommen. So. Hundertsiebzig. 3, 0,4 und hier 5 mm. Anwenden und schließen. So, und dann haben wir das. Genau. Und jetzt legen wir noch die STRG-SHIFT Plus Füllstich, Start und Endposition jeweils fest. Schließen. So, machen wir jetzt hier an der Spitze. So, starten. Enden. Oh, und die andere Gruppe mache ich nochmal aus diesem Weg. So. Also die Bobbles, wenn ich die hier in der Gruppierung anfassen möchte, mache ich das mit dem Knotenwerkzeug N und drücke dann, wenn ich es mit dem Knotenwerkzeug ausgewählt habe, auf S. Das ist dann dieses Auswahlwerkzeug. So. Okay, und dann soll hier über den. Na? Ach so, vergessen S zu drücken. Shift. So, dann mit dem. Dann machen wir die grüne Gruppe aus und machen die pink, nee, die rosa, ne, wieder an. So, da hat er jetzt ja die alle wild verteilt. Wie ist denn unsere Reihenfolge? Wo fangen wir denn an? Mal gucken, wir fangen rechts an. Also, unten rechts. Der hier. So, müssen hier unten in der Spitze anfangen, gehen hier oben hin, dann kann er quasi hier oben hinspringen, hier unten, ach, das ist der da drüben, geh erstmal aus dem Weg, den wollen wir. So, dann soll er hier unten anfangen. Seht ihr, wie sich die Anfasser da verschieben? So. Tastaturbenutzung ist auch manchmal einfacher. Also man geht quasi vom höchsten zum niedrigsten Punkt. Wenn wir von hier ausgehen würden, würde er dann die wieder so Stücke bauen. Das wollen wir nicht. So. Und das und den hier, wo wir hier unten. Und dann den kurzen Weg hier, den Startpunkt und den Schlusspunkt. So, haben wir alles. Auch die pinken wieder anmachen. So,
Jetzt sieht das aus. Ein Bäumchen, STRG-SHIFT-L. Man kann natürlich noch viel mehr Sachen ausprobieren. Zum Beispiel die Unterlage vergrößern, verkleinern und ganz viel Zeug. Das probieren wir heute aber nicht aus. So ist schon ganz viel getestet und ihr werdet ganz viel lernen und auch sehen können, dass es manchmal einfach länger dauert. Seht ihr? So. Da haben wir jetzt. Sehr schön. Die Sprungstiche gehen so, dass wir die gut abschneiden können. Wunderschön. So, und hier bei realistisch können wir auch mal gucken. Da sieht man zum Beispiel, wo wir die Wiederholungszahl auf 1 gestellt haben, dass wir hier so ein Muster reinkriegen. Und wo sie auf 2 oder 4 steht, dass alles ein bisschen anders aussieht. Und hier sieht man auch, dass es ein bisschen lockerer gestickt wird mit der 0,4er Abstand. Und enger mit dem 0,2er Abstand und der 2 und der 4 als Unterschied von der Wiederholung. So, das speichern wir jetzt und drücken auf Kopie speichern. Mitmachen und lernen Füllstiche und speichern das. Ich ersetze das auch und braucht jetzt eine Weile, weil das jede Knoten für Knoten abspeichern muss. Läuft das noch? Ja. So, jetzt möchte ich vielleicht doch noch mal im XML-Editor gucken, ob ich das alles eingegeben habe, was ich wollte. Also 170, 3, 0,4, 5, 10, 3, 0,44, ja, minus 70, 3, 0,34 wollte ich, 0,24. 3, 4, 3, 0,4 stimmt. Wiederholung 1, ja, das ist des Staggers. 3, 0,24, 0 Grad sieht man nicht genau. Und Staggers 1, 70, 3. Sehr gut, sieht alles gut aus. Nochmal gespeichert als SVG und dann gehe ich jetzt damit an die Stickmaschine. Kann man auch direkt auf dem Stick speichern. So, das ist der, den ich von meiner Pfaff mitbekommen habe und speichere es direkt da drauf. Genau die Version sticke ich jetzt aus und zeige euch das gleich im Video noch. Liebe InkStitch-Interessierte, nun habt ihr hier den Stitch-Out von der Datei. Könnt euch angucken, wie eure Mustereffekte so wirken, was euch am besten gefällt und euch entscheiden, wie ihr in Zukunft eure Füllung gestalten wollt. Ihr habt jetzt viele Möglichkeiten kennengelernt und ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Bis bald, Tina.